Die alltägliche Erfahrung in der Praxis zeigt sozusagen, das Thema Auto und Steuern interessiert jeden. Das ist auch immer der spannendste Teil unserer Beratungstätigkeit, dem häufig der Klient im Zuge der Besprechung die wichtigste Zeit einräumt. Wie kann man seine Autosteuer optimal positionieren? Für heute habe ich mir sozusagen was Spezielles ausgesucht, dass Sie ja ein Fachpublikum sind und ich Sie nicht sozusagen mit den allgemeinen steuerlichen Themen langweilen möchte, sondern habe mir herausgesucht den Vorsteuerabzug beim PKW. Grundsätzlich möchte ich sozusagen zuerst einen Überblick geben über den PKW im Umsatzsteuerrecht. Welche Ausnahmen gibt es für den Vorsteuerabzug und was ist ein Kleinlastkraftwagen im Umsatzsteuerrecht? Dann habe ich eine ganz spannende umsatzsteuerliche Vergleichsberechnung vorbereitet, die mich selber sehr erstaunt hat. Und dann noch möchte ich kurz auf die Neuerungen von der Steuerreform 2015-16 eingehen, im Hinblick auf den Vorsteuerabzug bei Elektroautos. Die Grundregel gilt im PKW, im Umsatzsteuerrecht besagt, dass sowohl PKW als auch Kombi als auch Krafträder gehören umsatzsteuerlich nicht zum Unternehmen. Das hat zur Folge, dass diese Fahrzeuge keinen Vorsteuerabzug zulassen. Nicht davon betroffen sind LKW, die ermöglichen sehr wohl den Vorsteuerabzug. Wir wären nicht in Österreich, wird es nicht eine Ausnahme von der Grundregel geben und die besagt, dass sozusagen Fahrschulkraftfahrzeuge, Vorführwagen, dann Kraftfahrzeuge, die der gewerblichen Personenbeförderung dienen, also Taxis und auch Kleinlastkraftwagen und Kleinbusse sehr wohl den Vorsteuerabzug ermöglichen. Neu hinzugekommen ist hier, ab 01.01.2016 führen auch Elektrofahrzeuge eben ermöglichen den Vorsteuerabzug. Was ist jetzt ein sogenannter Kleinlastkraftwagen, der zum Vorsteuerabzug berechtigt? Der ist auch bekannt unter dem Namen Fiskal-LKW. Die Definition vom Gesetz ist, Fahrzeuge, die sich nach dem äußeren Erscheinungsbild und der Ausstattung erheblich von einem der Personenbeförderung dienenden Fahrzeug unterscheiden. Erheblich ist schon relativiert worden im Eingangsstatement, also man weiß es nicht genau. Voraussetzung ist, die Merkmale dieses Autos müssen werkseitig vorliegen, man darf sie nachträglich nicht umbauen. Und wie weiß man jetzt, ob ein PKW ein Kleinlastkraftwagen oder Fiskal-LKW ist? Es gibt eine Liste vom Bundesministerium für Finanzen, die auch auf der Homepage veröffentlicht wird und dort sind die Fahrzeuge aufgelistet, die dann eben zum Vorsteuerabzug berechtigen. Ich möchte nur ganz kurz ausführen, wann ein Auto auch zum Vorsteuerabzug berechtigt, und zwar nur dann natürlich, wenn der Unternehmer auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen ausführt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Arzt nimmt, der nur Heilbehandlungen ausführt, dann braucht der für seine Leistungen keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, hat dafür aber auch keinen Vorsteuerabzug. Wird der gleiche Arzt zum Beispiel schönheitschirurgische Leistungen erbringen, dann muss er dies mit Umsatzsteuer tun und hat dafür auch den Vorsteuerabzug. Ich habe jetzt eine Vergleichsberechnung angestellt für einen Van, der vorsteuerabzugsberechtigt ist und einen Kombi, der nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Kilometerleistung habe ich mit 30.000 pro Jahr angenommen, eine Leasingfinanzierung von 60 Monaten und der Dienstnehmer darf den PKW auch privat nutzen. Auf der linken Seite sieht man jetzt den Van mit den Anschaffungskosten von 32.500. Der Kaufpreis wird inklusive Novo- und Umsatzsteuer angenommen und auf der rechten Seite den Kombi. Es gibt jeweils drei Spalten. Die linke ist der Nettobetrag, die mittlere die Umsatzsteuer und die rechte Spalte der Bruttobetrag. Wenn Sie sich fragen, warum ich es beim Kombi mit Umsatzsteuer ausgewiesen habe, wir brauchen das dann, um den Vergleich sozusagen zu visualisieren. Der Van ist jetzt, ich habe eine Leasingrate angenommen, die Wartung, den Treibstoff. Die Versicherung ist nicht enthalten, weil die Versicherung, man zahlt keine Umsatzsteuer und hat deshalb auch keinen Vorsteuerabzug. Das heißt sozusagen, es ist nicht relevant für die Berechnung. Beim Van ist es jetzt so, die monatlichen Nettokosten, also vor Umsatzsteuer, belaufen sich auf 589,26.
117,85 € bekommt man vom Finanzamt im Wege der Umsatzsteuervoranmeldung zurück und der Bruttobetrag ist 707,11 €. Sprich, bei der Anschaffung des Vans wären in der G&V die 509, also in der Gewinn- und Verlustrechnung die 589 ausgewiesen und das ist auch der Betrag, der die Steuerbemessung vermindert. Im Fall von Kombi, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, ist in der Gewinn- und Verlustrechnung die 663 ausgewiesen und die vermindert dort die Körperschaftssteuerbelastung. Das Spannende ist jetzt, wenn man einen vorsteuerabzugsberechtigten BKW hat, dann muss man beim Sachbezug, den man ansetzt, sozusagen, dass der Dienstnehmer das Auto privat nutzen kann, eine Umsatzsteuer ansetzen. Und das ist, glaube ich, ein Teil, der oftmals nicht beachtet wird. Die Bemessungsgrundlage für den Sachbezug ist 32.500 und da ist auch das Interessante, das ist inklusive Umsatzsteuer und NOVA. Das heißt, auch wenn ich sozusagen laufenden Vorsteuerabzug habe, ist die Basis für die Bemessung des Sachbezugs der Bruttowert. Der Sachbezug hat sich in letzter Zeit, ist häufig reformiert worden, immer nach oben geschraubt worden. Von 600 € auf 720 stehen wir jetzt schon bei 960 € und kann zwischen 1,5 bzw. 2% betragen, je nachdem, wie hoch der CO2-Ausstoß ist. Also im Vorfeld habe ich mir erklären lassen, sozusagen bei den Vans ist es häufig so, dass der CO2-Ausstoß über 130 liegt und deswegen der 2%ige Sachbezug zur Anwendung kommt. Das heißt, wir hätten in meinem Rechenbeispiel 2% von 32.500 ist ein Betrag von 650 € und dieser Wert ist jetzt, wenn man es richtig macht, sozusagen der Umsatzsteuer zu unterziehen und nachdem die Basis ein Wert inklusive Umsatzsteuer ist, sind die 650 auch schon der Bruttowert. Das heißt, man rechnet die Umsatzsteuer nach unten. Das heißt jetzt in meinem konkreten Beispiel, müsste ich 108,33 € aufgrund des Sachbezuges wieder ans Finanzamt abführen. Man sieht jetzt ganz oben, der Effekt ist jetzt sozusagen schon überschaubar geworden. Ich konnte von den laufenden Kosten 117,85 € an Vorsteuern geltend machen, muss aber 108 € ans Finanzamt zahlen. Das heißt, mein Vorteil oder die tatsächliche Vorsteuer liegen nur noch bei 9,52 €. Das heißt, die landläufige Meinung wäre, man hat einen Vorsteuerabzug von 20% und dabei bleibt es aber leider de facto nicht, sondern es reduziert sich dann auf 1,62 %. Und das noch viel spannendere ist, wenn man jetzt die monatlichen Kosten gegenüberstellt vom Van mit brutto 707 minus der Differenz aus der Vorsteuer von 9,52 €, verbleiben 697,59 €, während im Fall vom Kombi der monatliche Aufwand nur 663,79 € beträgt, also sogar geringer ist. Ein Punkt möchte ich noch kurz bevor ich zum Vorsteuerabzug bei Elektros komme, dazu anfügen. Ein vorsteuerabzugsberechtigtes Auto ist sozusagen, kann gut sein, muss aber nicht sein, wie jetzt meine Berechnung gezeigt hat und hat halt noch ein paar andere Vorteile gegenüber einem normalen PKW, die man oft ins Treffen führt, nämlich zum Beispiel, dass normalerweise müssen PKWs auf 8 Jahre steuerlich abgeschrieben werden. Das gilt für Fiskal-LKWs nicht. Die dürfen sozusagen 5 Jahre steuerlich abgeschrieben werden. Es gibt keine Luxustangente, die es sonst gibt. Und der dritte Punkt, man kann sie auch im Rahmen des Gewinnfreibetrages ansetzen. Geändert hat sich jetzt ab 01.01.2016 durch die Steuerreform 2015-16 noch einiges. Das heißt sozusagen, jetzt gibt es auch den Vorsteuerabzug für BKW und Kombis für Elektrofahrzeuge. Wenn die Anschaffungskosten unter 40.000 € liegen, kann der gesamte Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Zwischen 40 und 80 muss man es anteilig kürzen. Und wenn die Anschaffungskosten über 80.000 € liegen, steht kein Vorsteuerabzug zu. Der Vorteil, der trotzdem bleibt, ist, es muss kein Sachbezug gerechnet werden.